Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Heute wird es mal wieder interessant und auch etwas ungewöhnlich bei mir, aber das sind ja manche schon gewohnt, dass ich immer mal ein paar Schritte gehe, die andere nicht gehen, beziehungsweise dass ich mal wieder ein paar Sachen mache, die für mich notwendig erscheinen, wo jeder andere den Kopf schüttelt und sagt, was macht der da eigentlich? Aber ich finde es für mich relativ wichtig, dass ich alles so genau und so ordentlich und so gut und so schön wie möglich auf meiner Modellbahn gestalte. Dazu gehört natürlich auch, dass ich abnehmbare Module, so wie das Bergmassiv, mein Gott, ist das wieder mal schwer auszudrücken, was unterhalb meines Holzlagers, was ich ja die letzten Tage gebaut habe, anschließt oder abschließt oder wie auch immer. Das Ganze ist abnehmbar, damit ich ja unter meine Bahn runterkomme. Ich habe ja keine Möglichkeit, von unten ranzukommen. Das heißt, ich kann immer nur von den Seiten heran. Ich kann da immer nur irgendwas machen. Die meisten werden es schon von mir erkennen. Aber die, die es noch nicht kennen, die haben es hiermit erfahren. Und zwar ist jetzt hier unter meinem Finger, den ich da so schön drauf drücke, das ist sozusagen das Bergmassiv, was nach unten geht. Und hier oben, wo ich mit dem 3D-Stift arbeite, das ist der Bereich, wo das Holzlager ist, was ich die letzten Tage gebaut habe, wo ich das Gleis rangefuddelt habe und so weiter und so fort. Und da ist ein Spalt, wenn ich das Ganze ranmache, der zugemacht werden muss. Und der zieht sich wirklich über die ganzen, ich sag mal 30 oder 40 Zentimeter. Und den muss ich jetzt hier fein säuberlich mit diesem 3D-Stift zumachen. Anfänglich hatte ich das mit Papier gemacht, hat sich nachher herausgestellt, dass ich es gar nicht brauche. Das Papier konnte ich also abmachen und ich konnte auch dann, wenn ich es wieder rangemacht habe, wunderbar weiterarbeiten. Wir sehen es schon, ich habe jetzt das Bergmassiv, diesen Fels, Modul, was ich da dran habe. Ich übertreibe es ein bisschen mit Bergmassiv. Und da hatte ich alles Mögliche mir schon gedacht, aber ihr wisst, wenn man da mit Spachtel arbeitet, dann hat man eine Kante, die kann abbrechen und so weiter und so fort. Deswegen eignet sich wirklich dieser 3D-Stift hervorragend, um das Ganze vernünftig abzuschließen. Und wie gesagt, das habe ich über die ganze Länge gemacht. Wir werden es nachher noch im Video sehen. Jetzt sieht man es gerade nicht. Und das mache ich jetzt noch als nächstes glatt. Und zwar mit einem Lötkolben, der eine schöne flache Spitze hat. Die verwende ich natürlich nur dafür, damit ich das Ganze noch ein bisschen glatt ziehen kann. Ansonsten ist es zu, ja, ich sag mal, rubbelig da irgendwo. Natürlich hält nachher dann die Erde, die ich oben aufbringe, besser. Aber ich mache es ja auch nicht so glatt, dass es wie ein Babypopo ist. Und ja, schön glatt halt, dass es sich vernünftig wirklich an diesen Berg hier vorne anschmiegt und ich die olle Ritze da los bin. Die sieht man nachher vielleicht auch nicht mehr, wenn man das fertig gemacht hat. Aber es ist halt so, dass wenn man sich dann ein bisschen seitlich neben die Modellbahn stellt, dann sieht man halt doch den Spalt, weil so hundertprozentig konnte man das nicht machen. Hier sieht man es schon, ich gehe wirklich tatsächlich bis vorne hin. Es geht ja noch weiter, es geht ja so ein bisschen an der Ecke vorne ran, wo auch der Schalter ist für die Weiche, die da oben sich befindet. Und mache das eben alles jetzt schön glatt. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich das abmache, das schließt wirklich tatsächlich perfekt. Und das soll es auch sein. Das soll auch, wenn ich das jetzt zumache, natürlich immer schön dicht sein. Auch das ist nicht hundertprozentig, aber ich versuche es so genau wie möglich zu machen. Ich habe schon jetzt, ich bin ja einen Zacken weiter schon mit Bauen wieder. Ich will euch das ja so genau wie möglich zeigen, deswegen zeige ich nicht alles auf. Aber es hast du immer noch ein bisschen, dass die Erde, die aneinander stößt, nach oben einen kleinen Spalt hat. Aber gut, da kommt ja auch ein paar kleine Büsche und alles Mögliche hin. Das ist weg nachher. Und das ist wirklich schön. Und ich mag das, wenn man so Module abnimmt, wo einer sagt, hups, das ist ja ein Modul. Ja, das ist ein Modul. Finde ich viel schöner, als wenn man da so diesen fetten Spalt sieht und sagt, naja, muss nicht sein. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier fange ich an, einen Vorhof zu bauen, oder einen Beladeplatz, der natürlich sehr, sehr klein ist, weil das ganze Holzlager oder Sägewerk, was auch immer das hier sein soll, das ist ja auf recht beengten Platz, aber das soll ja auch schon älter sein. Das ist nicht wirklich mehr im Betrieb, das kann man noch so im Betrieb befahren, dass man sagt, ach Mensch, klar, da schiebe ich jetzt einen Wagen rein oder wie auch immer, das kann man so machen. Aber das soll nicht wirklich hundertprozentig mehr in Betrieb sein, also keine aktive Industrie sozusagen, aber recht nett. Und deswegen kommt da jetzt ein schöner alter Weg hin. Und damit der möglichst ja, schön und alt wird, habe ich mir das wieder angezeichnet. Fand ich, einer kennt es noch so von meinem unteren Modul, wo der Wald ist. Da habe ich ja auch so diese Waldwege vorher eingezeichnet, damit ich einfach weiß, wo ich das machen muss. Und ich finde das immer recht schön, wenn man das sowieso ein bisschen aufbaut, weil so ein alter Weg, hier kommen nachher noch Pflastersteine und sowas drauf, der soll ja auch so ein bisschen
gebogen sein. Das heißt, in der Mitte höher als an der Seite, wie man das so bei alten Kopfsteinsachen hatte irgendwo. Und das versuche ich natürlich darzustellen jetzt, indem ich da jetzt diese Spachtelmasse auftrage. In der Mitte wieder ein bisschen höher, am Rand ein bisschen niedriger, sofern das so auf die Größe hin möglich ist. Und ziehe das erstmal aber die ganze Fläche praktisch flach ab. Und dann hat man so diesen kleinen Bogen. Jetzt habe ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den Punkt verpasst habe, wo ich das so aufrollen kann. Es klebt noch ein bisschen oder ich hätte noch eine Sekunde länger warten müssen. Aber es geht. Es entspricht doch meinen Erwartungen, die ich an das Ganze gestellt habe. Denn ich möchte kein durchgehendes Pflaster haben, sondern ich wollte vereinzelte Pflasterstellen haben. Ja, das Ganze soll so eine Art Sandweg sein, wo noch Pflaster drunter ist. Wo eben ab und zu das Pflaster mal rausguckt. Das zumindest war mein Gedanke dahin. Deswegen suche ich jetzt auch die Farben passend dazu raus, dass ich das Ganze nachher dann entsprechend gestalten kann. Also alles irgendwie so Erdtöne, Sandtöne, Ockergelb, alles was man so in der Form irgendwo hat, suche ich mir jetzt aus meiner Erdfarbpalette raus. Ich habe da wahnsinnig viel Farben da. Und ja, Grey Blue würde nicht ganz so passen, aber hier so ein Leichtgrau oder was auch immer. Man sieht übrigens das Pflaster ein bisschen schlechter hinten. So auf der rechten Bildschirmhälfte sieht man es etwas besser, dass man immer mal die Steine dazwischen hat. Das liegt einfach dran, dass das Licht von oben so runterscheint und die Kamera das Weiße mit dem schwarzen Untergrund den Kontrast versucht zwar einzufangen, aber es blendet halt doch irgendwo ziemlich. Aber man sieht es, wenn ich die Hand so ein bisschen drüber halte, dass da irgendwas ist. Und wenn man das nachher bemalt hat, sieht man das auch. Das passt schon irgendwo. Ja, ihr seht schon, ich habe mich jetzt hier sowieso für einen ockerfarbenen Untergrund entschieden, der so ein bisschen das Sandige darstellen soll. Ich bringe ja übrigens keine separate Sandschicht auf, wie ich das eben in diesem Waldgebiet gemacht habe, sondern ich beschäftige mich sondern ich beschäftige mich nur mit, hier sieht man es, guckt mal die Steinchen, die dabei herausgucken. Ja, so war das geplant, das soll wirklich schön durcheinander sein. Das wollte ich jetzt gerade sagen, sondern ich beschäftige mich nur mit und habe den Rest vergessen, aber okay, ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich komme sowieso nochmal irgendwann drauf. Und ja, jetzt habe ich wieder alles nass gemacht und jetzt sieht man schön die Struktur, die rauskommt. Ach so, ich bringe keinen Sand auf, hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt. Und jetzt fängt man es an gut zu sehen und das ist das, was ich meinte. Du hast an verschiedenen Stellen eben die Steine, die rausgucken und das Ziel, was ich dabei verfolgt hatte, war, ich habe mal so rumgerollt und mal so rumgerollt und mal so und so, halt völlig verschieden gerollt, sodass das Pflaster eben nicht gleichmäßig ist, sondern eben verschieden ist. Und dann eben auch immer noch mit Freiflächen dazwischen, die eben keine Pflastersteine enthalten sollen. Und da sieht das eben dann so wirklich schön benutzt aus. Ich habe mich, wie gesagt, für das Ocker entschieden. Ich fand das recht nett. Das hat irgendwas Sandiges, irgendwas an sich. Und die Steine oben, die werden nachher noch ein bisschen mit so etwas bräunlich gemacht, sodass die wirklich rausstechen. Das habe ich jetzt hier übrigens noch nicht gemacht. Das kommt noch mit, ich glaube, im nächsten Video. Denn im nächsten Video, liebe Zuschauer, wird das Ganze fertig werden. Ich werde das endlich hier oben fertigstellen. Ihr seht ja schon, ich fange ja schon an mit Berieseln. Da hinten habe ich ja schon noch ein bisschen Schicht reingemacht mit weiteren Schotter. Ein bisschen Erde kommt da jetzt oben noch drauf, sodass es ein schönes, schönes Gemisch ist. Muss natürlich immer wieder darauf achten, dass das Gleis nicht so leidet darunter. Aber das kann man immer wieder schön abputzen, das passt irgendwo schon. Habe jetzt die Erde aufgebracht. Das war natürlich ein bisschen tricky, wie man so schön sagt. Aber es ging, weil ich musste ja versuchen, die Spalten, die an dem Häuschen sind, die irgendwo zu überspielen, dass man das nicht sieht, weil das Häuschen möchte ich abnehmbar haben, weil ich vielleicht mal irgendwann da auch was anderes hinbauen möchte. Aber das hat Zeit. Hier habe ich jetzt versucht, so eine olle Schlammpfütze darzustellen, hat auch recht gut geklappt, kommt aber alles immer auf den Videos nicht so richtig rüber. Deswegen muss man kurz drauf. Und hier sieht man jetzt übrigens den Spalt vorne. Da hatte ich ja vorher mit dem 3D-Stift gearbeitet, sieht man so ein bisschen den Spalt. Und da kommt aber von vorne auch noch Erde dran. Dann ist das optisch, wie gesagt, fast verschwunden. Jetzt setze ich hier ein Loch in das Ganze rein, denn da habe ich ja, drunter ist ja Hartschaum bei mir verbaut. Und da setze ich jetzt so einen kleinen Stängel rein. Ja, ihr werdet gleich sehen, was damit gemacht wird. Ich habe nämlich jetzt die Tage noch ein zweites Video hochgeladen oder ich lade es hoch gerade oder wie auch immer, es wird fast zeitgleich mit diesem hochgeladen werden. Und da komme ich gleich zu. Erstmal wird da auch noch wieder Weißleim aufgetragen, denn jetzt kommt hier noch die Erde drauf.
was ich vorhin erwähnte, praktisch der vordere Teil von dem Spalt, der wird dann verschwunden sein. Das kommt jetzt hier also drauf und somit ist das Ganze wirklich, wenn ich die beiden Module dann zusammenfüge, fast nicht mehr zu sehen sein wird. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man das irgendwo ja, nur sieht, wenn man es weiß. Und das gefällt mir und das möchte ich auch gerne so haben. Ja, die Erde, die jetzt hier drauf kommt, die habe ich so ein bisschen runtergezogen, sodass man auch noch den Eindruck hat, dass das eben auf dem Felsen so runtergerutscht ist und habe mir jetzt erstmal das Modul abgenommen. Ihr seht schon, was da oben ist. Ich habe dort einen Maschendrahtzaun hingebaut, den habe ich selbst gemacht. Und zu diesem selbstgemachten Maschendrahtzaun komme ich nämlich in meinem anderen Video, was ich auf Model Creation hochgeladen habe oder gerade hochlade. Das könnt ihr euch da nämlich anschauen. Das ist also alles selber gebaut. Da ist nichts fertig gekauft. Das habe ich alles alleine gemacht. Und wie ich das wirklich in Einzelteilen gemacht habe, das könnt ihr euch gerne angucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Und ja, wenn ihr da auch mal reinschaut. Das wollte ich damit sagen. Das Ganze wird nur verklebt mit Weißleim. Der Zaun steht sozusagen oben auf. Ist links und rechts mit diesen beiden grünen ja, Drähtchen festgemacht, also festgeklebt. Und jetzt habe ich auch die Gelegenheit genutzt und habe natürlich auch gleich diesen Berg, dieses Felsmassiv, wie ich es vorhin genannt habe, auch gleich mit bearbeitet. Das heißt, so auf diese Stelle dazwischen, da kommen auch nochmal Erde drauf, da kommen noch Büsche, da kommen Bäume und so weiter und so fort. Das kommt aber alles im nächsten Teil, das könnt ihr euch dann gerne angucken. Da freue ich mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und habe da auch jetzt ein paar Steinchen mit reingelegt, sodass das Ganze irgendwo aussieht, als wenn da was Abgebrochenes mit liegt. Ihr seht es jetzt hier schön. Und das Ganze wird natürlich auch dort mit teilweise Grasstreu ausgestreut werden, sodass das eben auch dann schön grün wird an der Stelle. Und den Berg selber habe ich, das kommt aber auch im nächsten Teil noch weiter bearbeitet, dass das Ganze ein bisschen realistischer noch aussieht. Da habe ich also dann, nee, das guckt ihr euch bitte im nächsten Video an. Da freue ich mich nämlich, wenn ihr da reinschaut. Das kommt nämlich nächste Woche. Und da geht es dann sozusagen an die Ausgestaltung des Ganzen. Da wird oben alles fertig gemacht, da wird hier alles fertig gemacht, es wird alles zusammengesetzt. Und dann werde ich hoffentlich endlich mal mit diesem ganzen Teilstück fertig sein. Und da würde ich sagen, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss, euer Uli.